always cool. No. Also herzlich willkommen zu meinem Vortrag über GnuPidgin. Eine generelle Information für die Veranstaltung. Ich bitte Sie, die Handys auf lautlos zu stellen bzw. auszuschalten. Nicht, dass man, was es passiert, dass während der Vorträge die Handys klingeln. Ja. Bitte. Alles klar. Mein Name ist Lukas Bockhoff. Ich werde heute über GnuPidgin reden. Und leider kann ich nicht sagen, ich bin ein Core-Developer oder sowas. Aber ich bin ein ganz normaler Anwender von GnuPidgin, setze es regelmäßig, zumindest auf der Universität, habe ich eine regelmäßige Basis, wo ich das anwende, um E-Mails zu verschlüsseln. In dem Moment, in dem ich sensible Daten mit Professoren oder anderen Mitarbeitern, mit Tutoren austauschen, in dem Moment ist es sinnvoll, die Daten verschlüsselt zu übertragen, damit niemand anderes Kenntnis von diesen Daten hält, die grundsätzlich dem Datenschutz unterliegen. Welchen Anwendungszweck auch immer Sie persönlich dafür finden, das liegt, hängt natürlich davon ab, welches Paranoia-Level, wie man sagt, Sie einstellen. Es geht generell um einen Ansatz, dass wir eben das Werkzeug zur Hand haben und auch anwenden können, wenn wir E-Mails verschlüsseln wollen und niemand anderes davon Kenntnis vom Inhalt erlangen sollte. Okay. GnuPidgin selbst ist eine Abkürzung, die steht für GNU Privacy Guard und am Namen GNU erkennt man schon, dass es Teil des GNU-Projekts ist. Das definiert, dass es eine freie Software ist, eine freie Software im Sinne, wie es der Richard Stallman definiert. Dazu gehören die vier Freiheiten. Wie lauten die vier Freiheiten? Da haben wir als erstes einmal die jeder darf die Software zu jedem beliebigen Zweck anwenden. Das ist die erste Freiheit. Die zweite Freiheit ist, jeder darf das Programm studieren. Als Voraussetzung dafür gilt, dass der Quelltext einsichtbar ist. Das heißt, ihr könnt jederzeit in den Quelltext hineinschauen von GnuPidgin und selbst feststellen, okay, ist diese Software sicher, macht sie das, was ich erwarte. Und dadurch könnt ihr selbstständig die Sicherheit von der Software überprüfen. Die dritte Freiheit war es, dass ihr Modifikationen durchführen dürft. Und diese Modifikationen dürfen auch als vierte Freiheit weitergegeben werden innerhalb der Community. Und damit auch die Community etwas davon hat, ist es wieder eine Voraussetzung, dass der Quelltext von dieser Modifikation einsehbar ist. Das sind die vier Freiheiten, die euch die GNU, die freie Software, zur Verfügung stellt. Und damit ist es möglich, in all diese Freiheiten zu genießen. Selbst ist es portiert für Windows und läuft auf allen unixoiden Systemen, GNU Linux und genauso Mac OS X. Und es ist eine freie Alternative zum BGP. Zum BGP gibt es eine lustige Anekdote. Das BGP ist geschrieben worden von Phil Zimmermann 1991, denke ich. Damals hat man als erstes Software die asymmetrische Verschlüsselung implementiert im BGP. Allerdings war es so, dass das in den USA war und da gibt es manchmal rechtlich ein bisschen seltsame Sachen. So zum Beispiel ist diese Software den US-Exportbestimmungen unterstanden, weil es ein militärisches Gut war. Dadurch, dass es einen Schlüssel von 128 Bit gehabt hat und erlaubt war nur bis maximal 40 Bit, war es nicht möglich, der NSA in die Nachrichten hineinzuschauen. Und das passt den USA nicht, deshalb haben sie diese Exportbestimmungen gehabt. Und dadurch war der Phil Zimmermann gezwungen, okay, ich kann die Software nicht irgendwie publizieren oder sonst irgendwas, weil wenn ich sie ins freie Internet stelle, dann ist das automatisch ein Export und das wäre gegen das Recht, gegen das geltende Recht in den USA. Und jetzt hat er natürlich irgendeine
eine Idee haben müssen, wie kann er das umgehen, weil er möchte sein BGP, das er implementiert hat und mit dem Verschlüsselung jetzt möglich wird, der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Die interessante Idee war, den Quelltext von dieser Software, die er damals geschrieben hat, als Buch zu veröffentlichen, weil als Buch unterliegt es nicht den Exportbestimmungen für militärisches Gut und dementsprechend hat er den Quelltext als Buch publiziert, dieses Buch an die Nationen der Welt sozusagen verteilt und dort ist er einfach abgetippt worden, kompiliert und die ganze Welt hat endlich Verschlüsselung im Sinne der asymmetrischen Verschlüsselung zur Verfügung gehabt. Das ist die Anekdote hinter BGP. Später ist man dazu gegangen und hat gesagt, okay, BGP selbst ist kommerziell publiziert worden und man wollte jetzt eine freie Alternative haben. Und da kommt eben das GNU-Projekt ins Spiel, da sind wir bei BGP, was eben diese freie Software zur Verfügung stellt. Im Sinne der asymmetrischen Verschlüsselung haben wir vier Operationen, die wir grundsätzlich durchführen wollen. Das wäre das Verschlüsseln, das Entschlüsseln, das Signieren und das Prüfen. Diese vier Operationen schauen wir uns heute ein bisschen im Detail an, wie man die anwendet und wir werden dann auch konkreter auf die E-Mail-Verschlüsselung eingehen, die ein Teil von GNU-BG ist, aber nicht unbedingt das Einzige, was man damit machen kann. Kurz noch die Begründung, wieso brauchen wir die Krypto, wieso ist frei so wichtig? Okay, Krypto habe ich schon anfangs ein bisschen erwähnt, jeder hat sein persönliches Paranoia-Level. Der eine sagt, ich habe nichts zu verbergen, der andere sagt, ja, der Staat ist dauernd hinter mir her und alle wollen meine Daten lesen. Wie ihr damit umgeht, bleibt natürlich euch komplett selbstständig überlassen. Als grundsätzliches Argument, was man vielleicht schwer entkräften kann, ist, vielleicht habt ihr heute kein Problem damit, dass jemand eure Daten mitliest, aber wie schaut es mit morgen aus? Das ist vielleicht ein Argument, gegen das schwer zu argumentieren ist und das für mich persönlich das Argument ist, wieso ich immer überlege, okay, jetzt verschicke ich die E-Mail, sollte ich sie verschlüsseln oder nicht? Privatsphäre an sich ist sowieso ein Grundrecht, das ist im APGB, habe ich es nachgeschaut, in § 1328 ist festgelegt, dass jeder seine Persönlichkeitsrechte hat und dementsprechend auch ein Recht auf Privatsphäre. Und genau das könnt ihr mit GNU-BG im digitalen Leben sozusagen ermöglichen, weil im privaten Leben, ja, da ist es natürlich möglich, einen Text auf einen Zettel zu schreiben, den in einen Umschlag zu geben, per Post zu verschicken und nachdem da oben zugeklebt worden ist, und die Nachricht übertragen worden ist und der Empfänger auch sieht, okay, die ist nicht geöffnet worden, könnt ihr recht sicher sein, dass da niemand mitgelesen hat. Genau dasselbe wollen wir im digitalen Bereich haben. GNU-BG ist das Werkzeug eurer Wahl. Freie Software, wieso ist das so wichtig? Ihr habt die freie Freiheiten erwähnt. Darin wird festgelegt, dass der Quelltext einsehbar ist. Und genau das ist mir persönlich wichtig, weil dadurch ist es erst möglich, dass eine beliebige Person hergehen kann und die Sicherheit dieser Software überprüfen kann. Das ist eine ganz wesentliche Forderung, weil, okay, ich kann zwar theoretisch, wenn ich die Software habe, die Nachricht verschlüsselt übertragen, dadurch kann niemand mitlesen, sozusagen die Vertraulichkeit wird gewahrt. Aber was hilft mir das, wenn die Software so programmiert ist, dass sie vorm Verschlüsseln sowieso die ganze Nachricht an einen Hersteller von der Software schickt? Dann habe ich genau gar nichts davon und dementsprechend ist es mir persönlich wichtig, dass ich auch den Quelltext einsehen kann und dort verifizieren kann, okay, da passieren keine kruden Dinge. Die Anforderungen an die Software, das ist jetzt allgemein für Software im Sicherheitsbereich, da haben wir wieder die Vertraulichkeit, das ist das Wichtigste, das Basiskonzept, nämlich in dem Moment, in dem ich die Nachricht übertrage vom Sender zum Empfänger, möchte ich nicht, dass eine dritte Person diese Nachricht interpretieren kann und den Inhalt der Nachricht sozusagen versteht und eventuell Konsequenzen daraus entstehen könnten. Das ist Vertraulichkeit zwischen den beiden Entitäten, Sender und Empfänger. Authentifizierung bedeutet, dass nur der Empfänger die Nachricht lesen kann. Das heißt, ich mag die Nachricht verschicken, aber es muss auch sichergestellt sein, wenn die Nachricht an einen falschen Empfänger kommt, dann darf der nicht die Nachricht lesen können. Dementsprechend ist es wichtig, dass irgendwie der Empfänger authentifiziert wird. Datenintegrität, wenn ich die Nachricht übertrage,
die E-Mail, dann möchte ich nicht, dass eine dritte Person herkommt und diese E-Mail austauscht gegen einen anderen Text. Treffen wir uns morgen um 18 Uhr im Spektral. Nein, wir tauschen die Nachricht, irgendein Böser, und sagt, das ist erst am Dienstag. Das soll nicht möglich sein. In dem Moment, in dem das passiert, möchte ich irgendwie davon Kenntnis erlangen und feststellen können, okay, die Nachricht ist modifiziert worden bzw. gegen eine Fälschung ausgetauscht worden. Und Verfügbarkeit ist ganz allgemein gehalten. Das bedeutet, die Software selbst ist zuverlässig, schnell, ausfallsicher, benutzbar. Okay. Wir haben zwei verschiedene Konzepte in der Kryptologie. Da haben wir einerseits die symmetrische Verschlüsselung, andererseits die asymmetrische Verschlüsselung. Die symmetrische Verschlüsselung ist das, was man oft sogar in der Schule schon kennenlernt. Die besteht daraus, okay, ich habe eine Nachricht und jetzt nehmen wir einen Schlüssel her, wenden diesen an. Die Nachricht wird nicht, also schwer interpretierbar, beziehungsweise gar nicht interpretierbar. Und der Empfänger wendet genau denselben Schlüssel noch einmal an und erhält dadurch die ursprüngliche Klartextnachricht noch einmal. Das heißt, insgesamt involviert haben wir nur die Nachricht und einen Schlüssel, der verwendet wird. Das klassische Beispiel ist dafür der Caesar-Code. Wir haben eine Nachricht, die besteht aus Buchstaben und wir nehmen zum Beispiel den Schlüssel 3 und das bedeutet, die Buchstaben werden dann weiter rotiert. Zum Beispiel das A wird mit dem Schlüssel 3 zu einem C, das C umgekehrt, C, E und so weiter. Das heißt, die Buchstaben rotieren weiter, ist ein ganz plausibles Konzept, allerdings hat seine Schwächen und kann geknackt werden, funktioniert für längere Texte nicht mehr und hat damit seine Schwächen. Ein weiteres Problem ist die Schlüsselübertragung. Jetzt habe ich gesagt, 3 ist mein Schlüssel. Davon, von dieser 3, muss ich als Sender und genauso mein Partner als Empfänger diesen Schlüssel kennen. Allerdings stellt sich die Frage, wie übertrage ich diesen Schlüssel? Darüber möchte ich nicht näher eingehen. Das ist ein Grundproblem von der symmetrischen Verschlüsselung. In der asymmetrischen Verschlüsselung ist es gelöst. Und genau dafür betrachten wir jetzt die asymmetrische Verschlüsselung, weil das ist das Konzept, welches angewandt wird im Bereich der E-Mail-Verschlüsselung. Und bei der asymmetrischen Verschlüsselung haben wir nicht einen Schlüssel, sondern zwei. Wir haben einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel. Der besteht pro Entität. Das heißt, ich als Sender habe einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel und der Empfänger hat genauso einen öffentlichen und privaten Schlüssel. Das ist ganz wichtig, die Unterscheidung zwischen öffentlichen und privaten Schlüssel, weil der private Schlüssel darf ja nie irgendwie in die Öffentlichkeit gelangen, davon darf niemand anderes Kenntnis erlangen, der bleibt wirklich nur bei euch und muss geheim gehalten werden. Okay, jetzt schauen wir uns das Konzept mit Verschlüsseln und Entschlüsseln in der asymmetrischen Verschlüsselung an. Das bedeutet, wir bringen die Nachricht in eine nicht interpretierbare Form. Wenn wir sie mit der Post übertragen, soll die Post in die Nachricht hineinschauen können, allerdings den Inhalt davon nicht interpretieren können. Sie soll keine Kenntnis davon erlangen, welchen Inhalt ich damit übertragen will. Entschlüsseln ist die Umkehroperation. Bob und Alice, die zwei bekannten Charaktere, sind unsere zwei Entitäten sozusagen in diesem kleinen Netzwerk. Bob möchte eine Nachricht an Alice schicken. Beide besitzen einen Schlüssel. Das ist auch das allererste, was ihr macht, wenn ihr GnuPG anwendet. Ihr generiert als erstes das Schlüsselpaar, bestehend aus öffentlichen und privaten Schlüsseln. Privat habe ich hier durch die rote Farbe repräsentiert, grün ist der öffentliche. Bob verfasst eine Nachricht und diese möchte er jetzt verschlüsselt übertragen. Dazu nimmt er von Alice den öffentlichen Schlüssel her und wendet ihn auf diese Nachricht an. Die Nachricht wird übertragen. Die böse Post kann hineinschauen, allerdings sie wird nicht voll interpretieren können, weil das ist nur irgendein komisches Buchstabenwirrwarr und kann den Inhalt somit nicht interpretieren. Alice empfängt die Nachricht und wendet ihren privaten Schlüssel auf diese verschlüsselte Nachricht an und erhält dadurch die Klartextnachricht wieder. Das Besondere jetzt ist, oder was man sich merken sollte, in diesem Konzept vom Verschlüsseln der Nachricht und Entschlüsseln ist es wirklich so, dass der Bob
dessen Schlüssel nie beteiligt sind. Es ist wirklich nur Alice, die ihre Schlüssel hergibt. Der Bob verwendet natürlich den öffentlichen Schlüssel, weil das ist der einzige, den er kennt. Gegen Alice wendet ihren privaten Schlüssel an. Signieren und prüfen, das ist unser zweites Konzept. Und signieren und prüfen hat den Zweck dafür, dass wir sagen möchten, okay, ich habe eine Nachricht und jetzt möchte ich irgendwie beglaubigen, dass ich hinter dieser Nachricht stehe. Vielleicht, eventuell habe ich sie selbst verfasst oder es ist ein Dokument, wo ich einfach diesen Inhalt dieser Nachricht bezeugen will. Und die Idee jetzt dahinter ist, ich bringe meinen privaten Schlüssel irgendwie in diesen ganzen Prozess hinein und dadurch wird klar, okay, nachdem ich meinen privaten Schlüssel verwendet habe, muss ich an diesem Prozess beteiligt gewesen sein und das bedeutet auch, ich habe irgendwie den Inhalt beglaubigt. Das ist der Prozess vom Signieren und Prüfen. Okay, wie funktioniert der? Bob und Alice. Als erstes, wenn ihr das nicht schon vorhabt, noch nicht vorher gemacht habt, als erstes wieder Schlüsselpaar generieren. Bob verfasst eine Nachricht und möchte diese beglaubigen. Dazu wendet er seinen privaten Schlüssel an. Die Nachricht wird signiert, er überträgt sie. Die Alice wendet seinen öffentlichen Schlüssel darauf an, heraus kommt die Klartext-Nachricht. Und nur wenn jetzt wirklich ein sinnvoller Text sozusagen herausgekommen ist, dann wird beglaubigt, dass diese Nachricht wirklich nicht am Postweg modifiziert worden ist oder gegen eine Fälschung ausgetauscht wird, was natürlich insbesondere bei irgendwelchen wichtigen Dokumenten ein Problem wäre. Das ist der Signaturprozess. Da haben wir konträr, nur Bobs Schlüssel waren involviert. Okay, wir nehmen diese Konzepte jetzt her mit Verschlüsseln, Entschlüsseln, Prüfen, Signieren. Das sind unsere vier Basisoperationen. Wir haben aber noch ein weiteres Problem. Nämlich, jetzt kann jede beliebige Person diese Schlüsselpaar generieren. Und typischerweise, also das ist im OpenBGP-Standard definiert, steht bei diesem Schlüsselpaar dabei, wem dieser Schlüssel gehört. Lukas Prokop, meine E-Mail-Adresse steht noch dabei und dann der öffentliche Schlüssel. Das alles befindet sich im Netz und steht dort. Allerdings kann eine beliebige andere Person hergehen und sich genauso als Lukas Prokop ausgeben, vielleicht eine andere E-Mail-Adresse, aber generiert ihren eigenen Schlüssel und gibt sich als mich aus. Das ist ein Problem, weil, okay, jetzt können wir zwar verschlüsselte Nachrichten übertragen, aber was ist der Sinn dahinter, wenn sowieso jede Person sich als jede andere ausgeben kann? Das heißt, wir haben da das Problem des Vertrauens. Wir müssen irgendwie darauf vertrauen, okay, hinter diesem Schlüssel steht wirklich diese Identität. Das müssen wir irgendwie durch irgendein System sicherstellen können und dazu gibt es zwei konträre Systeme. Das ist einerseits das Web of Trust. Das andere ist die Public Key Infrastructure. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen. Das Web of Trust ist wahrscheinlich das simplere Konzept und möchte ich auch in diesem Vortrag behandeln. Es besteht einfach daraus, ich besitze ein Schlüsselpaar, der andere Kollege auch ein Schlüsselpaar und wir verifizieren uns gegenseitig, okay, diese Identität steht wirklich hinter diesem Schlüssel. Nachdem wir uns gut kennen, können wir das machen und signieren uns gegenseitig die Schlüssel. Das heißt so, signieren der Schlüssel basiert genau auf dem Konzept, was wir früher unter signieren verstanden haben. Und wir verifizieren uns gegenseitig die Identitäten, stellen das ins Netz. Und wenn jetzt zum Beispiel ich hergehe und mit einem anderen Dritten und auch noch die Schlüssel signiere, dann erweitert sich das Netzwerk automatisch zwischen dem ersten Partner und dem zweiten Partner. Der erste Partner vertraut darauf, dass der zweite Partner jeweils die Identitäten hinter diesen Schlüsseln stecken. Das heißt, wir haben eine transitive Kette, wie es in der Mathematik heißt. Das ist die Grundidee. Darf ich ganz kurz stören? Ja, bitte. Ist zum Glück der Michael Bauer da? Okay, danke. Wir haben eine transitive Kette und Public Key Infrastructure wäre eine hierarchische Ordnung. Ich möchte hier nur auf das Web of Trust eingehen und die Technologie, die dahinter steckt, der Standard, ist der OpenBGP Standard.
Time to Party. Genau heute um 18.30 Uhr findet eine Key-Signing-Party statt. Das bedeutet, wir machen genau diesen Prozess, den ich früher erklärt habe mit meinen zwei Partnern. Ich signiere, dass diese Person hinter dieser Identität steht. Was bedeutet Identität? Naja, ich kann da vortragen und kann natürlich einen beliebigen Namen hinaufschreiben und behaupten, ja, ich bin Richard Stallman himself. Allerdings verifizieren wir die Identitäten hier so, dass wir amtliche Dokumente mit Lichtbildausweis, also eine Lichtbildausweis verwenden, um wirklich die Identität festzustellen. Und wenn ich jetzt noch sage, der Schlüssel, der beginnt mit 859 irgendwas, das ist meine Key-ID, dann ist wirklich festgelegt, dass die Zuordnung zwischen mir und meinem Schlüssel korrekt ist. Bei der Key-Signing-Party machen das, ich weiß jetzt nicht die Zahlen, wie viele Leute sich heute angemeldet haben, aber 20 Personen werden sich gegenseitig die Schlüssel signieren und damit das Web of Trust sozusagen erweitern. Das ist das Konzept hinter einer Key-Signing-Party. Findet regelmäßig im Bereich der freien Software auf Events statt. Wir haben sogar auf der Universität einmal in einer Lehrveranstaltung organisiert. Kann natürlich auch recht spontan irgendwo organisiert werden. Auf jeden Fall heute um 18.30 Uhr beim Frontdesk. Allerdings war eine Anmeldung notwendig, da war die Deadline, glaube ich, am Mittwoch. Und deshalb, wer jetzt noch sein Schlüsselpaar generieren will und teilnehmen, das ist leider nicht mehr möglich. In einem Jahr findet sicher wieder eine Key-Signing-Party statt. Genau. Ein viertes Konzept brauchen wir noch. So, jetzt haben wir schon voll theoretischen Kram, aber das ist dann das letzte. Widerruf. Nämlich, das ganze Sicherheitssystem basiert darauf, dass ich jetzt einen öffentlichen, privaten Schlüssel habe und der private wirklich nicht weitergegeben werden darf. Weil wenn ich den privaten Schlüssel weitergebe, dann kann derjenige meine Nachrichten, die vertraulich nur für mich sind, entschlüsseln und genauso Nachrichten fabrizieren, die er signiert unter meinem Namen. Das darf ja auch nicht passieren und dementsprechend der private Schlüssel muss privat bleiben und wenn der irgendwie in die Öffentlichkeit gelangt, dann haben wir ein großes Problem. Allerdings, passieren kann es immer, das heißt, wir brauchen irgendein Konzept, mit dem wir widerrufen. Wenn ich feststelle, okay, mein Schlüssel war irgendwann kurz auf einem Webserver oder so irgendwas und da könnte den jemand auf den zugegriffen haben, großer Fehler, dann muss ich den Schlüssel widerrufen. Das sogenannte Revocation Certificate ermöglicht es euch, in die Öffentlichkeit hinauszuschreiben, okay, dieser Schlüssel ist kompromittiert, verwendet sie nicht mehr. Das könnt ihr genau einmal, also beliebig oft für euren Schlüssel machen, aber ist natürlich sinnvoll, den einmal zu machen, ihn irgendwo als Backup sozusagen daheim verschlossen hinter Tresor oder so abzulegen und in dem Moment, in dem ihr braucht, ihn herauszunehmen und in die Öffentlichkeit zu tragen. Öffentlichkeit bedeutet meist Key-Server. Key-Server ist ein Begriff, der hinter dem steht das Konzept, wir geben alle unsere öffentlichen Schlüssel auf ein Netz von Servern, die sich gegenseitig synchronisieren. Und wenn ich jetzt von einer beliebigen Person hier im Raum den Schlüssel erfahren will, brauche ich nur seinen Namen auf diesen Server einzugeben und der Server gibt mir seinen öffentlichen Schlüssel zurück. Dadurch ist es möglich, einfach an den öffentlichen Schlüssel von einer anderen Person zu kommen, weil das ist ja notwendig, wenn ich eine Nachricht verschlüsseln will. Okay, Zeit für eine Demonstration. So, was ich hier habe, ist eine. Ja, genau. Das ist jetzt eine ganz normale Standardinstallation von Xubuntu. Und wenn ich hier oben im Ubuntu Software Center das starte, dann kann ich dort die Programme installieren, genauso das GNU-PG als Software. Das bedeutet, hier oben rechts habe ich ein Textfeld, dort kann ich GNU-PG eingeben.
wenn er fertig geladen hat. Genau, dort kann ich GNU-PG eingeben. Und da sieht man eben GNU Privacy Guard als FreePGP Replacement. Dort kann ich es installieren. In meinem Fall habe ich das schon gemacht. Und dadurch wird es euch ermöglicht, im Terminal gibt es das GPG. Nur als. Bitte? Denn die Schrift oder wie? Ja. Mhm. Okay. Control Plus. Mhm. Control Plus, genau. Ah. Okay. Colors appearance. So glaube ich, kann man es noch recht gut lesen. Ah. Genau. Also eine Ubuntu, da habe ich GNU-PG installiert und dadurch habe ich GPG als Kommandozeilenprogramm zur Verfügung. Auf der Kommandozeilen möchte ich jetzt sozusagen die Basisfunktionen einmal vorzeigen, wie man das verwendet. Im Bereich der E-Mail-Verschlüsselung gehen wir da noch kurz zu Enigmail als Plugin, was euch einfach nur im Workflow die Benutzbarkeit ein bisschen erleichtert. Was wir da sehen, gut, das ist jetzt eher für die Krypto-Leute sozusagen, da haben wir verschiedene Algorithmen implementiert. RSA ist das klassische Verfahren für asymmetrische Verschlüsselung. Wir haben aber auch noch andere und genauso symmetrische Verfahren wie AES und Hash-Algorithmen. MD5 ist schon broken, sollte man nicht mehr verwenden. SHA-1 genauso, allerdings SHA-256 und so gilt noch als sicher. Wobei gerade der Candidate 3 veröffentlicht worden ist. So, als allererstes haben wir, wie gesagt, wir generieren uns ein Schlüsselpaar. Das bedeutet GPG, GenKey, GenerateKey. Was da gemacht wird, ist, ein paar in eurem Heimatverzeichnis wird ein GNU-PG-Folder angelegt, dort werden ein paar Daten abgelegt, wie zum Beispiel der Public Key Ring, der Secret Key Ring. Und wichtig ist natürlich, dass da please select what kind of key you want. RSA und RSA ist vielleicht ein bisschen verwirrend, wieso das zweimal da steht. Das ist jetzt schon für die Advanced User. Aber das erste ist das normale für einen öffentlichen Schlüssel. Hingegen die Subkeys, die man stellen kann, die Unterschlüssel, da kann man auch ein anderes Verschlüsselungsverfahren einstellen. RSA ist das klassische Beispiel, das möchte ich hier auch verwenden. Aha. Das sehen wir leider nicht ganz bis zum Fensterrand hinunter. So sollte es passen. Wir können jetzt beliebige Schlüsselgrößen einstellen. Im Allgemeinen gilt, je höher die Schlüsselgröße, desto sicherer. Das unterscheidet sich dann zwischen den Verschlüsselungsverfahren, aber im Allgemeinen gilt so. Und ich habe meinen persönlichen mit 4096 Bits erzeugt, aber 2048 klingt ja auch legitim. Ihr könnt einstellen, wie lange der gelten soll. Ihr könnt ein Ablaufdatum, ihn mit einem Ablaufdatum versehen. Monate, Tage, Wochen, Jahre. Ich sage jetzt nur 3 Tage. Ist dies korrekt? Ja. Und da sind wir bei dem, wo ich sage, da kann man unseren Namen zum öffentlichen Schlüssel hinzu annotieren. Ich kann jetzt irgendwas eintragen und die gebe mir als John Doe aus. Das heißt johndoe@medinator.com. Und Kommentar kann man auch noch dazu geben, wenn man zum Beispiel sagen möchte, das ist der Schlüssel für meine Arbeit, das ist mein Schlüssel für private Angelegenheiten, kann man eine kleine Unterscheidung machen und dies auch öffentlich zum Schlüssel dazu annotieren. Okay, also mit dieser Nachricht wird sozusagen mein Schlüssel erscheinen. Okay, das passt mir so. Und das ist okay. Enter Passphrase, da kann ich meine Schlüssel mit einer Passphrase versehen.
Und jetzt wird euch noch gebeten, ein bisschen eine Entropie zu erzeugen. Also ihr könnt da ein bisschen was eingeben, damit er ein bisschen an Zufall drinnen hat und ein möglichst gutes Schlüsselpaar erzeugen kann. Irgendwann wird er mal fertig sein. Aber so lange soll es auch wieder nicht dauern. Je größer die Schlüsselgröße ist, desto länger wird es natürlich dauern. Aber es ist natürlich ein einmaliger Prozess, den müsst ihr genau einmal durchführen, damit ihr das eine Schlüsselpaar habt. Und danach müsst ihr euch darum nicht mehr kümmern. Was ich danach empfehlen kann, nach dem Generieren vom Schlüsselpaar, ist direkt das Revocation Certificate zu erzeugen, weil ihr möchtet sicherstellen, wenn ich den Schlüssel verliere und dann könnte es euch sogar passieren, dass ihr den Rechner neu aufgesetzt habt und ihr habt sozusagen alle Daten über den Schlüssel verloren, aber ihr wollt sicherstellen, dass niemand mit diesem Schlüsselpaar weiter kommuniziert, dann möchtet ihr ja eine Möglichkeit haben, dieses Revocation Certificate trotzdem noch in die Öffentlichkeit zu schreiben. Und dazu ist es notwendig, dass ihr das immer zur Verfügung habt und deshalb einmal erzeugen, direkt nach dem Generieren vom Schlüssel und dann auch als Backup in den Tresor legen. Okay. Ja. Ist er fertig? Ah, danke. So, das Revocation Certificate kann man mit GenRevoke erzeugen. Allerdings ist da noch die User-ID notwendig. Also, da können wir jetzt John Doe selbst reinschreiben. Create a Revocation Certificate, yes. Und ihr könnt auch einen Grund angeben. Ich werde spezifizieren, dass dieser nicht mehr weiter verwendet wird. Generell, wenn ihr natürlich dieses Revocation Certificate, das ihr als Backup abspeichert, hinterlegt, wollt ihr normalerweise Key has been compromised. Okay, optional description, no. Ist das okay? Okay, da müsst ihr noch einmal die Passphrase eingeben und das ist genau mein Revocation Certificate. Die Nachrichten beginnen immer mit diesen Dashes, hören mit Dashes genauso auf und dazwischen steht dieser Nachricht mit dem Block. Das ist in dem Fall ein öffentlicher Schlüssel und drinnen steht auch als Kommentar als Revocation Certificate should follow. Okay, leave that und da kann ich jetzt revoke cert und da drinnen speichere ich es mir als Datei ab. Auf dem USB-Stick im Tresor. Okay, gut, was man jetzt sieht, ist, dass ich in meinem Keyring einen Schlüssel drinnen habe. Das ist genau der von John Doe. Und mit diesem kann ich jetzt arbeiten. Ich kann diesen Schlüssel auf den Key-Server hinaufladen. Send Key, Key-ID. Key-ID gebe ich wieder mit Namen an. John Doe, okay, das funktioniert leider nicht, dementsprechend muss ich hier die ID eingeben, CD4, genau, der Default Key Server, der eingestellt ist, ist der keysnoopyg.net und dieser Server synchronisiert sich mit allen anderen, das heißt, wenn ihr mit irgendeinem anderen Key Server arbeitet, seid ihr immer am selben Datenstand wie bei gnupg.net. Okay, jetzt ist der Schlüssel, wenn es klappt, im Netz. Und genauso kann ich mit GPG Receive Keys spezifizieren. Ich will zum Beispiel vom Lukas Prokop den Key haben. Oder Key-ID. Ach, das geht leider wieder auch nicht. In dem Fall muss man die ID wirklich vom Key spezifizieren, weil der Name kann ja selbst mehrdeutig sein. Das heißt, ich tippe hier, ich schaue gerade nach, wie meine eigene Key-ID ist, und zwar 85972.
CFMP und hier wird der Key requested. Allerdings klappt das nicht ganz mit dem Netzwerk und die Key Server will ja auch nicht mit irgendeinem komischen Schlüssel passworten, dementsprechend werde ich das abbrechen. Aber das ist der grundsätzliche Prozess, wie ihr die Keys auf die Key Server stellen könnt und genauso sie runterladen könnt. So, was wir jetzt noch kurz machen möchten, ist eine normale Nachricht verschlüsseln. Dazu schreibe ich Echo World in eine Textdatei und diese möchte ich verschlüsseln. Normalerweise erzeugt das so einen Binärblob, den kann man nicht lesen. Schöner ist, wenn diese Dashes und sowas dastehen, weil das kann man auch gescheit Copy and Paste irgendwo anders hingeben. Und dazu ist die Kommandooption more notwendig. Und jetzt sage ich encrypt, nämlich an einen Empfänger von Low, also mich selbst. Und jetzt habe ich sie genannt. Und jetzt ist eine Text als T erzeugt worden. Und da steht oben behind PGP Message. Das ist genau diese unkenntliche Nachricht, die kein Dritter so einfach den Inhalt interpretieren kann. Weil da braucht man wirklich den privaten Schlüssel vom Empfänger, damit man diese Nachricht entschlüsseln kann und den Inhalt im Klartext sieht. So, dann probieren wir das noch aus, wie das mit dem Entschlüsseln geht. Und dazu sagen wir decrypt. Und Control L. Alles klar. Dann decrypt und dazu haben wir Text AST, genau die verschlüsselte Nachricht. Eine Passphrase muss ich eingeben und jetzt steht wieder Hello World da. Das war jetzt der ganze Prozess mit Verschlüsseln und Entschlüsseln. Genauso möchten wir noch diese Nachricht signieren. Dazu verwendet man typischerweise ClearSign, das bedeutet die Klartext-Nachricht, also die Nachricht ist auch im Klartext in der Signatur drinnen, ohne dass das ein ganzer Blob ist, den man überhaupt nicht lesen kann. So, die Text-AST existiert schon, die wollen wir überschreiben. Okay. Und hier sieht man oben die Nachricht im Klartext und drunter befindet sich die Signatur. Diese Signatur kann ich jetzt verifizieren mit Verify und hier sieht man, basierend darauf, dass Good Signature dabei steht, dass diese Nachricht wirklich von diesem ursprünglichen Besitzer signiert worden ist. So, wenn ich jetzt als Beispiel hier in der Nachricht etwas verändern würde, schreibe hier ein A rein oder hier beginnt im Detail die Nachricht, dann wird das nicht mehr verifiziert werden können. Bad Signature. Genau. So, das ist ziemlich nervig, wenn man da immer außerkopieren muss oder in die Textdateien das dauernd speichern muss, das Copy and Paste dann irgendwie in Mail-Client oder sowas geben muss. Und dementsprechend gibt es Enigmail. Und Enigmail ist ein Plugin für ein Thunderbird. Das kann man sich als Add-on installieren. Das heißt, hier unter Add-ons kann man Enigma installieren. Install. Das geht recht geschwind. Danach ist ein Neustart von Thunderbird notwendig. Und was ich hier in meinem Mail-Client schon eingerichtet habe, ist ein ganz normales Gmail-Konto. Hier unter den Konten haben wir den Dominik Bockhoff. Da habe ich mir schon zwei Hello World Nachrichten geschickt. Just a small test message. This is the world. Nur als Beispiel, dass das auch mit den Umlauten klappt. So, also, wenn ihr jetzt eine Nachricht schreiben wollt, dann geht ihr ganz normal auf Verfassen. Hier im Fenster seht ihr den normalen Empfänger. Da schreibe ich eine E-Mail an mich selbst. Das ist natürlich unabhängig davon, an wen ihr schreibt. Ihr
Ich entscheide nur hier die Nachricht an mich selbst zu entscheiden. Der Prozess ändert sich dadurch nicht, dass wir einen anderen Empfänger haben. Hello World, Test Message. Und was ihr jetzt habt, ist hier oben ein OpenBGP, einen OpenBGP-Button mit einem Dropdown-Menü. Und darin könnt ihr spezifizieren, ob ihr sie verschlüsseln wollt und oder signieren. Ist aber kein exklusives oder, also ihr könnt es auch beides machen. Ich sage jetzt, ich möchte sie signieren. Und da wird zurzeit noch nicht konfiguriert, Identität. Das heißt, Dominik Prokop besitzt wirklich diesen einen Schlüssel. Und diesen möchte ich verwenden. Okay. Und outgoing messages, okay. Murphy. Hat er eine Verbindung? Ja. Das sollte normalerweise gehen. Oh. Nicht ermutigen. Key Management. Aha, okay. Da fehlt irgendwie ja, der Key. Da muss ich den noch geschwind importieren. Jetzt kann ich leider nicht sagen, wieso ich beim Durchtesten von den Funktionen damals das geklappt hat, aber jetzt nicht. Auf jeden Fall kann ich GPG-Export. Da kann ich den Key von John Doe exportieren. Genau, das ist dieser blöde Binärblob, den wir nicht haben wollen. Und dementsprechend werde ich das als Amor exportieren. Und so wie ich das jetzt in einem Clipboard drinnen habe, sollte ich es auch importieren können. Ja, genau, perfekt. Aha, okay. Ihr könnt verschiedene Vertrauensstufen einstellen. Bei der Key Signing Party, wenn man sich daran verifiziert hat, stellt man natürlich die oberste Vertrauensstufe ein. Wobei es zwar verschiedene Arten von Vertrauen gibt, darauf möchte ich jetzt nicht mehr aufgrund der Zeit eingehen. Auf jeden Fall, wenn ihr dieses anhakt, werden auch Schlüssel, die ihr noch nicht signiert habt, angezeigt. So, okay. Diesen möchte ich verwenden, wenn ich jetzt hier verschicke. Allerdings befürchte ich, dass die Identität noch nicht passt. Okay. Key Management. Okay, ich probiere es noch einmal. Und wenn ich jetzt sende, sollte dies klappen. Okay, die Nachricht wird verschlüsselt und verschickt über Google Mail Server. Der SMTP geht raus, mit IMAP kommt es wieder rein. Und ja, das ist der ganze Prozess grundsätzlich. Also das Enigmail ist jetzt wirklich nur ein Werkzeug, mit dem ihr das einfacher, das ganze Schlüsselverwaltung und die Schlüsselverwaltung ermöglichen könnt und der ganze Prozess mit Verschlüsseln, Entschlüsseln, Signieren, Prüfen vereinfacht wird. Das sind wirklich die vier Operationen, die ihr verwenden wollt. Wenn noch Attachments dabei sind, ist das auch kein Problem. Die werden, da könnt ihr auswählen, ob ihr die verschlüsseln wollt oder nicht. Ihr könnt euch damit befassen, braucht ihr Subkeys. Das klappt leider nicht. Ich weiß nicht woran. Wieso?
mit Enigmail wird euer Workflow vereinfacht und ich glaube, insbesondere im Bereich der E-Mail-Verschlüsselung ist es wirklich eigentlich schon benutzerfreundlich. Ich habe euch da viel mit theoretischem Zeugs konfrontiert. Ist nicht unbedingt immer das Verständnis notwendig aus Anwendersicht. Ihr könnt euch einfach mit dem Add-on ein bisschen befassen, herumspielen und ich glaube, das ist recht benutzerfreundlich zu verwenden. Jetzt ist meine Zeit ausgegangen und danke, verschlüsselt eure E-Mails brav, vielleicht sieht man sich bei der Key-Signing-Party. Danke. Bitte den Vortrag im Bender-Bar bewerten und wenn jemand noch Fragen hat, ich bin draußen den ganzen Tag vorhanden. Also. Hi. Ja. Nein. Es ist ursprünglich aus Mai. Aus Mai, wenn okay. Du kannst gern probieren, ja. Aber das ist nicht. Das ist nicht. So weit habe ich nicht. Kurze Frage. Ja? Gibt es für das GNU-PG noch andere Oberflächen oder eigentlich wenig Mail? Die ganze Verwaltung und so. Enigmail ist wirklich das stabilste und etablierteste, muss man definitiv sagen. Es gibt für die anderen Clients auch noch andere Oberflächen, also Outlook hat aber auch so Standalone-Oberflächen, wo man wirklich nur mit dem Nuki-G einfach nur eine kleine Oberfläche dazu gebastelt hat. Da gibt es zum Beispiel Conqueror und sowas, Conqueror. Ist halt die Frage, willst du nur Schlüssel verwalten oder willst du wirklich Nachrichten verschlüsseln und sowas? Genau, das wäre ein Standalone. Genau. Okay, danke. Danke, super Vortrag. Freut mich. Dankeschön. Servus, ich bin Christian. Hey. Hab mir gut gefallen, die Vortrag. Okay. Du. Probierst du im privaten Bereich läufig genug zu missionieren? Weil wenn du sagst, du benutzt es auf der FH, das ist eine coole Geschichte. Bei mir auf der Uni hätte das weit nicht funktioniert. Wie nehmen das die Leute auf? Ich selbst bin Informatiker, also ja, in einer Szene. Das ist so, das läuft genau.